Und damit, ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum Magolor Epilog. Seht ihr das hier? Das ist das japanische Logo. Warum das japanisch ist, erkläre ich euch gleich. Herzlich willkommen zum Magolor Epilog. Jetzt, ich bin mega, mega gehypt. Wenn man Kirby besiegt und dann Magolor ist erwacht, doch oh Schreck, all seine Zauber und fast seine gesamte Macht sind nun verloren. Zeit, sie zurückzuerlangen. Sammle Magiepunkte, um Magalors Mächte zu erwecken. Durch das Besiegen von Feinden erhältst du Magiepunkte, mit denen du allerlei Mächte und Fähigkeiten Magalors verbessern kannst. Also nur um das kurz festzuhalten. Magalor ist der größte Verräter, den die Welt je gesehen hat. Ja? Und wir müssen dem jetzt helfen. Habe ich das richtig verstanden? Ist das nicht schön? Oh, fliegen kann er nicht. Okay. Okay, wir können so ein bisschen schießen. Okay, okay, okay. Guys, warum das Logo japanisch ist? Es gibt kein Logo auf Deutsch, Englisch oder sonst irgendwie. Ich hoffe, bis diese Folge kommt, gibt es das. Weil dann, okay, werde ich stärker dadurch? Eine Zweier-Kombo. Ich check's nicht. Ah, okay, okay. Es geht irgendwie so vereinsamt los. Also er hat's auch nicht anders verdient. Also come on. Also ich hoffe, dass bis zur Veröffentlichung dieser Folge das Logo dann auch in anderen Sprachen gibt. Weil das Ding ist, sonst ist das halt auch auf dem Thumbnail drauf. Und das will ich ja nicht. Und ob das Ganze funktioniert hat, seht ihr dann am Thumbnail. Vermutlich werde ich aber selber eins einfach in Photoshop ausschneiden. By the way, ich habe ein neues Mikrofonaufsatz, damit mein Atmen nicht ganz so nervig ist. Ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn ich atme. Ach, komm! Wie viel Damage take ich denn? Hä? Genau. Hui. Oh mein Gott, ist das schwer? Was? Ich bin gerade gestorben. Also, mental. Was war das denn? Stage abgeschlossen. Das war ja geisteskrank. Was war das denn? Warum haben wir so wenig Leben? Das ist ja auch nur der halbe Lebensleiste. Bin ich im Hard Mode gelandet aus Versehen? Soll vorkommen, dass das passiert, nicht? Aber ich hoffe einfach mal nicht. Das ist jetzt... Aber nicht so schön. Und Guys, wisst ihr, was ich gerade feiere? Es gibt hier richtige Cutscenes, die nicht einfach... Also, halt so, ihr wisst Bescheid vom Hauptgame. Falls ihr das Hauptgame nicht gesehen habt, Guys, total vergessen, gönnt euch das auf jeden Fall, ist bestimmt oben auf dem i nochmal verlinkt. Magalor beherrscht nun die Magiebomben. Das Obstfragment hat Magalor die Macht verliehen, Magiebomben mit herunter und B zu erzeugen. Sammle die Obstfragmente. In jedem Obstfragment steckt gewaltige Macht. 5 Fragmente reichen aus, um Magalors Kräfte wiederherzustellen. Aber ich kann jetzt Bomben droppen. Okay, okay. Oh, ich kann hier auf Y. Es gibt so einen richtigen Skilltree? Mach Magalor mächtiger. Mit deinen verdienten Magiepunkten kannst du Magalors Mächte verbessern. Versuch doch gleich, eine Fähigkeit zu verstärken. Statt nur einen Angriff bis zu 3 hintereinander, das erleichtert mir die Jagd nach meinen Mächten ganz bestimmt. Lasse meine Angriffe noch weiter nach oben reichen. Soll einer doch mal glauben, es dürfte mir stehen. Wenn ich nur ein wenig länger schwimmen kann, schaffe ich es sicher über viele Abgründe. Mehr Widerstandskraft würde mir... Alles klar, natürlich. Auf jeden Fall. Hä? Ich bin der schlechteste Spieler der Welt. Ah, ey, das Spiel ist jetzt schon besser als das Kirby-Game. Es gibt tatsächlich ein, ich denke mal, gutes Level-System. Ich habe sogar noch mehr Punkte. Ja, das klingt auch ganz nice. Okay, das war's auch schon. Okay. Fliegen können wir noch nicht länger, aber wir haben ein bisschen mehr Leben. Wie kann es denn sein, dass das hier besser ist als der Rest vom Spiel, als das Main-Game? Wie kann der in Anführungszeichen DLC besser sein?
weird. Oh, ich mag das. Das ist so, so schön groß. Bam, zack. Weil wenn ich das abmachen würde, ich kann euch das ja ganz kurz zeigen. Wir machen hier den entspannten Let's Play-Style. Erwartet nicht so viel Schnitt hier. Hallo? Dankeschön. Da kann ich das ja mal abnehmen. Und ihr merkt schon, da ist ein bisschen mehr Wind in der ganzen Sache. Und das schützt halt vor diesem ganzen Gepuste. Das hört ihr nämlich dadurch einfach gar nicht mehr. Ohne dass ich eine Rauschunterdrückung mache, die meine S-Laute abhackt oder so. Oder sonst irgendwie was. Das ist todesentspannt. Todesentspannt. Wir werden jeden Gegner bekämpfen. Es fühlt sich so rewarding an. Das ist das. Das, was jetzt gerade hier passiert, ist das, was sie Paper Mario genommen haben. Mit Kirby bringen sie es wieder zurück. Ist ja ein Step in die richtige Richtung, nicht? Zack, 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 zack. Es ist jetzt schon besser als Kirby. Also als, nicht als, nicht als Kirby, sondern als, boah. Wir haben einen ganzen Treffer mehr einstecken können jetzt gerade durch dieses Upgrade, was wir geböllert haben. Strong. Kann man doch auch mal ein Like auf der Folge da lassen. Ja. Ich bin tatsächlich mega gespannt auf das Spiel. Ich war mir erst unsicher, soll ich das wirklich machen? Also keine Ahnung, für mich war der Magalore irgendwie ganz anders als das, was es jetzt ist. Wir helfen Magalore, dem bösen Typen, wieder seine Kräfte zu bekommen. Ist eine ganz andere Richtung als erwartet und ist eine coole Richtung. Ist eine coole Richtung. Das fühle ich. Finde ich gut. Also eben, ich habe was anderes erwartet. Dementsprechend überrascht mich das Ganze schon. Ich war auch schon so like, ja, das wird wahrscheinlich wie das Hauptgame. Nur halt vielleicht mit Magalore oder so. Einfach nochmal ein bisschen, wo die Story 2 Zentimeter weiter erzählt wird oder so. Als nach dem Endboss. Nee, es ist ein Levelsystem, alles drum und dran. Alles fühlt sich so cool an, jetzt schon. Oh, ja. Hätte man sehen müssen. Oh, und die Sprünge sind echt kritisch. Die Sprünge, das ist das nächste, was wir auf jeden Fall skillen werden. Oh nee. Wir gehen auf jeden Fall in die krasseren Flugfähigkeiten rein. Also das, was wir jetzt haben, ist ja schon trostlos. Oh nee, er ist einfach durch mich durchgelaufen. Warum ist er so krass? Oh. Oh, aber wir haben... Wow, wir haben richtig gut Cash dafür bekommen. Also, Erfahrungspunkte. Hey, ich bin mega gehypt. Warum ist meine Facecam schon wieder so düster? Sind bestimmt schon wieder Dinge passiert, die nicht gut sind. Kombos sind der Kniff. Rasche Treffer in Folge nennt man Kombos, aber welch Wunder. Und für diese erhältst du viel mehr Magiepunkte. Sammle Punkte und schnapp dir den Platinrang. Das mache ich doch. Ist meine Facecam besser? Jetzt ist sie überbelichtet. wir kommen dazu. Wir kommen gleich dazu. Wait a sec. So, kann ich jetzt nochmal bitte kurz gucken? Ich will... Dunkel. Oh, nee. Haben wir... So ist doch okay. Das ist so das Mittelding. Das machen wir. So, kommen wir direkt ins nächste Level. Oh, oh. Magalore kann nun Feuerprobentüren öffnen. Jede Feuerprobetür birgt eine besondere Herausforderung für dich. Magalores Mächte müssen nun den passenden Level haben. Wie krass ist das bitte? Aber wir gehen direkt mal rein und gehen in unsere Flugfähigkeit. Also das ist, glaube ich, das Krasseste, was wir haben können. Ich lasse meine Angriffe... Wir können jetzt auch nach oben fighten. Ja, warum denn nicht? Was sind die hinteren hier eigentlich? Die Magiebarriere schützt mich sicher gegen Angriffe. Meine Kombos länger andauern, ehe sie abbrechen. Okay, okay. Und alles hier unten sind neue Fähigkeiten dann. Okay, okay, I see. Ja komm, machen wir das doch direkt. Hä? Ich bin mega gehypt auf das Game. Was ist das denn? Das ist einfach ein komplett anderes Spiel auf einmal. Nicht ganz. Also natürlich, es ist immer noch das Kirby-Game so an sich. Aber es ist was ganz anderes. Es fühlt sich auch viel... Boah! Seht ihr das? Wir können jetzt sogar ein Stück nach oben fliegen. Boah, das ist besonders. Das hat sich direkt gelohnt. Und es fühlt sich so unfassbar... Oh ja, lecker, 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 lecker. Oh nee, das wollte ich nicht. Okay, wir können jetzt einen Jump so nach oben machen. In das nächste, was wir gehen, sind wahrscheinlich dann wieder Leben erstmal.
Vermutlich haben wir nach der Stage auch schon genug. Boah, wie viel man hier sammelt. Geisteskrank. Ey, ich bin so mega gehypt auf dieses Game. Ihr glaubt es nicht. Ich bin tatsächlich ein bisschen heiser. Guck auch die ganze Zeit hier, weil ich habe mal wieder neue Mikrofoneinstellung. Ich habe neue Mikrofoneinstellung ausgetestet und das hat die Folgen 3 und 4 bei Donkey Kong komplett zerstört. War nicht so gut, aber ist ja gar kein Problem. Ich glaube, Folge 3 ist die nächste Folge, die kommen müsste, aber ich weiß es nicht. So, wir schauen direkt in die nächste Stage rein. Ich muss mich anders hinsetzen. Oder das Mikrofon anders positionieren. Nee, ich setze mich lieber so hin. So. Eine Biene. Zack. Gib mir das Geld. So, hier können wir Bomben droppen, weil das haben wir ja gelernt. Okay, okay. Und das nach oben angreifen geht so. Zack. Luke. Da oben steht jetzt eine andere Anzahl an Geld von vor, wie vorher. Ist das Geld jetzt einfach disappeared sozusagen? Oder wie verstehe ich das? Oh, let's go. 70? 73. Es scheint, als wäre unser Geld einfach verschwunden. Cursed. So, er died erstmal. Oh, hier könnte sich was befinden. Nein. Dann ab durch die Tür. Hä? Warum ist das so gut? Warum ist das Main Game nicht so gut? Kirby hat doch in Kirby und das vergessene Land mega das... Lol, ich konnte gerade nicht springen. Mega das coole Level-System gehabt, in dem wir so Blaupausen finden mussten und sowas. Wisst ihr noch? Warum gibt's das hier nicht? Das finde ich... Also warum gibt's das im Main-Kirby-Game nicht? Hier gibt's das ja wieder, so ein Level-System. Für das wir halt sogar Gegner bekämpfen müssen. Bei Kirby war es nur so, dass wir so Challenges machen müssen. Ich feiere das jetzt schon. Beste Game 2025. Wir haben ihn einmal gehittet. Ich will noch nicht rüberspringen. Wir haben wenig Leben noch. Da möchte ich noch nicht so viel risken. Aber wir kriegen auch schon direkt die nächste Heilung. Und Fritz ist auch tot. Wundervoll. Oh, es sieht nach einem Kampf aus. Ja, ja, ja. Reinballern, reinballern, reinballern. Rüberlaufen und ballern, ballern, ballern. Rein, rein, rein. Zack. Jetzt wieder so ein fliegender Dude. Und rein. Okay, spawn nochmal. Riesenbienen. Oh, die macht richtig gut Damage. Boah, wie viel Leben die hat. Okay, boah, wir haben so viele Erfahrungspunkte. Ich feiere das so geisteskrank. Ich feiere es so maximal. Wir müssen ganz, ganz dringend unsere Lebensgehen. Nein, die Stage ist schon wieder abgeschlossen. Oh, das ist das gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, doch, doch, ist gut. Wir kriegen natürlich Zusatzpunkte. Let's go. So muss das Ganze hier doch. Sind wir doch alle mit zufrieden. Und ihr könnt dann auch ein Like da lassen und den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Das ist super cool. So. Direkt die Leben erhöhen. Da denke ich gar nicht groß drüber nach. Oh, wir können noch was machen. Mehr Distance in den Fights. Ja, safe. Ja. Okay, okay, und jetzt wieder ein bisschen sparen. Das hier können wir auch schon direkt betreten. Ja, rein da. Ey, ich bin so gehypt auf dieses Game. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, ja, wird halt so zusätzlicher DLC-Content. Du merkst direkt hier, das ist die Schwebe-Area. So. Zack. Juju. Ich glaube, hier zu sterben wäre nicht so schön. Aber das Ganze halt auch zu meistern ist cool, finde ich. Oh mein Gott, wie viel. Ja, ich habe ausgesorgt. 200? Wir können uns safe und 100er Bonus, weil wir es zum ersten Mal gespielt haben. Ey, ich werde da so reingrinden. Ich will Max-Level werden. Das ist so ein Game für mich.
für viele, die es vielleicht nicht wissen, ich bin so jemand, ich will immer Max-Stufe in jedem Game sein. So, direkt nochmal hier rein. Oh, es wird teurer. Zwei Angriffe nach oben oder größere Explosion. Ne, wenn dann das hier. Die Bomben benutze ich noch zu selten, als dass ich sie wirklich usen könnte. Okay, und ich glaube, jetzt müssen wir erstmal sparen. Aber wir kommen... Ah, direkt zu 1-3. Oh, ich mag das, ich mag das. Guys, schreibt mal gerne eure Meinung zu dem... falls ihr das schon gesehen habt, schreibt mal gerne eure Meinung zu diesem wunderbaren DLC in die Kommentare. Ist das... Zählt das als DLC? Darf ich das DLC nennen? Ihr wisst, was ich meine. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dieser wundervollen Neben... Oh nein! Neben... Oh nee, wir müssen weiter. Nebenstory in die Kommentare. Hui. So, hier wird schön reingedrückt. Hier auch. Und hier auch nochmal. Oh, die Angriffe sind echt richtig lang jetzt. Das ist strong. Oh, mitnehmen. Und hoch. Rein, rein, rein. Einmal hochfliegen und wieder runter. Was gibt's hier? Ah. Okay, weiter. Weiter, weiter, weiter. Nein! Stupid. Bitte, 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 komm. Umso mehr wir killen, umso mehr Punkte kriegen wir. Okay, rein. Uff, 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 uff. Aber wichtig, aber wichtig. Oh, es geht direkt weiter. Unerwartet. Oh, okay, der fällt auch um. Laufen, 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 jumpen. Laufen, laufen, laufen. Schuss. Okay. Den mitnehmen. Bitte bleib stehen. Ja, runter. Leben. Weiter. Oh. Ui, ui, ui. Es ist stressig. Aber es bockt halt. Das ist das Besondere. Zack, Kuchen mitgenommen. Rein da. Es macht halt mega Spaß. Es ist halt mal was Neues. Oh. Und nach oben können wir auch schon ballern. Let's go, sogar zwei Angriffe. Wunderbar. Zack, nach da und nach oben. Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. Eine 24er-Kombo gerade gehabt. Wie krass ist das denn bitte? Komm bitte, nicht weglaufen. Auch nicht in mich reinlaufen, bitte. Nein, was mache ich? Ah! Wieso hat der so viele Leben? Oh mein Gott, der übertreibt komplett. Da oben habe ich aber noch drei gesehen. Die würde ich ja ganz gerne noch mitnehmen. Let's go. 300 fühlt sich aber gar nicht so viel an, so von den Preisen, die ich jetzt gesehen habe. Ah, es geht. Geht besser. Stage ist aber damit. Und sogar die Erstmalsbewältigung mitgenommen. Ich muss was trinken, Geist, ganz kurz. Wait a sec. Und der Nebel lichtet sich. Und es hat gelaggt. Es tut mir leid. Vielleicht liegt es daran... Ah, wait. Dass mal wieder ein bisschen hier neue Codec-Einstellungen herrschen. Können wir da schon rein? Ja, weil wir so viele Leben haben. Aber ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich weiß gar nicht, ob ich in ein Gebiet rein will, das darauf ausgelegt ist, viele Leben zu haben. Das klingt im Normalfall jetzt gar nicht gut. Es liegt halt daraus ausgelegt, dass du hier sehr, sehr, sehr viel Damage nehmen kannst. Was jetzt nicht mein Ziel ist, tatsächlich. Okay, okay, okay. Hier ist die Konzentration. Die wird hier noch groß geschrieben. Uiuiui. Dass ich noch nicht getroffen wurde, ist ja auch krass.
What is going on? So ein bisschen hier halten. Rennen, rennen, rennen. Springen. Hier ganz genau gucken. Durch, durch, durch. Ah, jetzt. Ich wurde wieder nicht getroffen, aber ich bin in den Tod gefallen. Okay. Ey, aber ich habe mich actually, könnt ihr nicht anders sagen, echt gut angestellt, oder? Okay. Ach, tatsächlich habe ich mich jetzt ein paar Mal treffen lassen. Aber das ist gar kein Problem. Denn dafür haben wir die Stage geschafft. Das ist doch... ist doch immerhin etwas. So, wir haben wieder richtig viele Magic Points bekommen. Finde ich gut. Haben wir 1000? Let's go. Was könnte man sich für 1000 kaufen? Kann ich damit jetzt länger schweben? Mag das Schweben. Wir können ja gucken, was wir als nächstes brauchen. Oh, 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 oh. Wir brauchen auf jeden Fall was in Angriff. Nein, 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 nein. Ich wollte erst gucken, was hier gibt. Schwebekraft. Was ist das hier? Ah, das war die Barriere. Eigentlich hätte ich schon gerne mehr Leben bei einem Boss. Weil ich weiß ja nicht, was der so Spannendes kann. Oh, wir können aber auch noch für ein bisschen die Bomben verstärken. Entschuldigung, die Magiebomben. Jetzt können wir 2 auf einmal einsetzen. Das ist eine feine Sache. Er hat ja genug davon. Okay, dann kommen wir straight up in den Boss der ersten Welt. Let's go, Finder. Ich bin mega gehypt. Warum ist das so gut? Okay, wer würde es sein? Oh, oh, ich sehe Hände. Ich sehe einen Hut. Der Typ kann sich selber aus seinem Hut schütteln. Oh mein Gott. Ja, sowas dachte ich mir. Unter ihm durch. Okay, ich glaube, er macht was, ja. Und rein. Okay, er kommt da runter. Nee, er kommt nicht runter. Er macht Lightning-Angriffe. Nein, ah, damit habe ich nicht gerechnet. Gibt es mir? Ja, das gibt mir Geld. Er macht wieder den hier. Oh mein Gott, das war mega krass jetzt. 15er-Kombo, wichtig, wichtig. Er ist ein bisschen größer geworden. Oh nein, jetzt macht der Hut irgendwie Stuff. Uiuiui. Irgendwie da hinten? Oh nein, er fährt über die ganze Stage. Schön in den Hut. Ja, er wird mich hier treffen. Ganz safe. Oh, bitte. Wieder rein da. Die Tiere möchte ich alle bitte mitnehmen. Die geben mir schön die Punkte. Okay, wichtig. Let's go. Also, Guys, wir müssen hier mal an der Stelle bitte appreciaten, wie gut dieses Game im Vergleich zum Hauptgame ist. Das ist auch irgendwo traurig, aber mich freut es. Nein, mich freut es. Ich habe mehr Spaß hierbei als bei dem Main Game. Und wir haben wieder eine neue Fähigkeit freigeschalten. Wir werden gleich sehen, was es ist. Sogar ein Highscore. Ist das Bronze oder ist das Gold? Ich glaube, das ist eindeutig Diamant. Nein, das ist der Platin-Rang. Nee, ich werde hier safe nicht auf irgendwie welche Ränge grinden. Der bin ich nicht. Ich bin der, der die ganzen Fähigkeiten Max-Level haben möchte. Oder einfach den Endboss one-hitten möchte. Das bin ich. So habe ich Elden Ring beendet. So beende ich dieses Game. Da setzt sich was zusammen. Wird das eine Vase? Nee, das sind ja Obststücke. Das wird vielleicht ein Apfel. Das wäre im Bereich des Möglichen. Was haben wir für eine Fähigkeit? Magolor beherrscht nun den Magolor-Sturm. Dank der Macht des Obstfragmentes kann Magolor nun den Magolor-Sturm mit Spurten und B ausführen. Magolor beherrscht auch unter anderem die Magolor-Kanone. Und mehr noch, dank dem Obstfragment kann Magolor Feinden mit der Magolor-Kanone X bei voller Zauberenergie mächtig einheizen. Und wir können Zauberenergie sammeln und wie viel gibt's noch zu lesen? Dankeschön. Und da unten, was passiert da? Okay, ich glaube, da müssen wir hin.
Lasst uns mal nach hier unten steppen, weil da habe ich ja vorher schon geguckt, was das Ganze ist. Spurten und B. Ah, na, sieh mal, kann man hier runter? Nee, kann man nicht. Okay, und das ist dann Welt 2, ganz genau. Aber Guys, Welt 2 schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Like da lassen und abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.